Hallihallo! Heute habe ich ein Video für euch, was ich so bisher noch nicht gemacht habe, und zwar ein Unpacking. Ich habe nämlich zum ersten Mal bei Rebuy bestellt und heute kam das Paket an. Und ich bin sehr neugierig. Ich wollte mit dem Video eigentlich noch warten, bis ich ja, mehr Zeit habe, weil ich gerade von der Arbeit wiedergekommen bin. Aber ich bin so neugierig, wie die Bücher aussehen und deswegen habe ich das jetzt vorgezogen. Ich weiß noch nicht, wann und wie ihr dieses Video sehen werdet, weil ich auch noch eine Bestellung bei Avel getätigt habe. Und ich wollte eigentlich so ein gemeinsames Unpacking machen, weil ich dachte, sie kommen gleichzeitig an. Jetzt kam das aber früher und da ich nicht warten will, bis dann in ein, zwei Tagen das andere Paket ankommt, mache ich das jetzt erst auf. Und je nachdem, wie lang das Video wird, werden es eben zwei einzelne Videos oder ein großes Unpacking in einem. Das seht ihr dann wahrscheinlich am Titel und ja. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Meine erste Rebuy-Bestellung. Ich hatte ja immer so ein bisschen Sorge. Also ich habe ja früher generell nicht gern gebrauchte Bücher gekauft oder Mängelexemplare. Mittlerweile habe ich dann doch schon einige Mängelexemplare gekauft und auch das ein oder andere gebrauchte Buch bei eBay oder über Facebook gekauft. Aber ich weiß nicht, ich hatte immer Angst, dass bei Rebuy nur so gammelige Bücher, die total zerfleddert sind oder so rauskommen, bis ich dann mal ein paar Unpackings gesehen habe und da gesehen habe, dass da auch teilweise richtig gute Bücher drin sind. Ja, ich packe jetzt aus. Ich hoffe, ich kriege es auf. Ohne die Bücher kaputt zu machen, da habe ich immer Angst vor. Nicht, dass ich da irgendwie reinschneide. Ihr seht das Paket jetzt gar nicht, aber egal. Ihr seht ja dann die Bücher. Puh, was ist denn da drauf? Folie. Luftpolsterfolie oder was ist das? Und ich sehe die Bücher. Das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Mein Gott. Ja. Mal gucken. Also da ist überall so große Luftpolsterfolie drauf. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also es sind vorweg nochmal 8 Bücher und auf den ersten Blick sehen sie alle sehr gut aus. Ich zeige euch das Paket jetzt nicht fertig hoch, weil also ausgepackt, geöffnet, weil dann seht ihr ja die ganzen Bücher schon und dann kann ich mir den Rest des Videos sparen. Ich fange mal mit dem ersten an. Ja, ich habe hier als erstes ein Buch von Nina Blason. Huch, nichts passiert. Und zwar Totenbraut. Ich habe mir den Inhalt das erste Mal durch, also ich habe das Buch vorher noch nie gesehen gehabt und habe mir jetzt, als ich es bestellt habe, auch zum ersten Mal den Inhalt durchgelesen, deswegen weiß ich gerade gar nicht mehr, worum es dann geht. Dum, dum, dum. Ein junges Mädchen, was verheiratet wird und dann feststellt, dass auf der Familie ihres Ehemanns ein Fluch lastet und Leute sterben und dann herrscht dort der Verdacht, dass ein Vampir sein Unwesen treibt. So mal die Kurzfassung und ich finde, das Buch sieht recht gut aus. Es ist ein bisschen vergilbt so, aber ansonsten. Und der Einband ist ein bisschen wackelig so. Man kann es ein bisschen hin und her schieben. Aber ansonsten geht es. Also ich bin mit dem Buch auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden. Ich weiß jetzt nicht. Mal gucken, wie es innen drin so aussieht. Ohne Umschlag. Ja, der Umschlag ist halt an den Kanten so ein bisschen zerknickt. Aber sieht gut aus. Und es riecht nach Raucherhaushalt. Aber okay, damit kann ich leben. Hier ist so ein dummes. Auf jedem Buch habe ich so ein dummes Klebeschild. Geht das ab? Ja, es geht ab. Huch. So. Das nächste ist ein Taschenbuch. Es sind übrigens sehr viele Taschenbücher. Also es sind nur 2 gebundene. Da hatte ich halt auch schon Sorge, dass irgendwie die stark so Leserillen haben. Aber es sieht, glaube ich, ganz gut aus. Das nächste Buch ist Tote Mädchen lügen nicht von, wie heißt die gute? J. Escher, ist das ein Mann oder eine Frau? Ein Autor, ein Mann. ja, da
findet Clay ein Päckchen mit 13 Kassetten, also Hörspielkassetten sozusagen. Und als er auf Play drückt, hört er die Stimme einer toten Mitschülerin und die erzählt halt, was dazu geführt hat, dass sie sich umgebracht hat. Was dazu geführt hat, habe ich eben dafür gesagt, ich weiß es gerade nicht mehr. Auch hier sind diese komischen Aufkleber von. Dieses Buch habe ich schon ein paar Mal in der Hand gehabt, im Geschäft, so auch als Mängelexemplar, aber irgendwie konnte ich mich nie überwinden, es zu kaufen. Mich hat die Geschichte zwar schon interessiert, aber irgendwie dachte ich mir dann so, was soll da groß so dran, ob mich das packen kann, so, da war ich mir halt nicht sicher. Weil man das ja praktisch, wieso sie sich umgebracht hat, ja nur so erzählt bekommt, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Ich werde es sehen. Ich wollte, als ich es jetzt halt gesehen habe, wollte ich es dann doch haben und hab's, weil es ja dann noch billiger war, kurzerhand mitbestellt. Auch dieses Buch sieht sehr gut aus, ebenfalls ein bisschen vergilbt und ganz bisschen so Leserillen, aber das geht. So. Ah, oh, mein Schatz. Oh, das ist ein bisschen. Das sieht ein bisschen gammeliger aus. Aber es geht. Ich wusste gar nicht, dass sie gar keinen Schutz im Knall haben. Ja. Ich wollte unbedingt mal ein Harry Potter Buch, mindestens eins auf Englisch haben. Einfach weil die da ja andere Cover haben und weil ich dachte, vielleicht lese ich es auch mal auf Englisch dann. Und habe mir deswegen, weil ich ihn gerade da gesehen habe oder weil es vielmehr auch der einzige war, den es da gerade gab, den 7. Teil auf Englisch geholt. Harry Potter and the Deathly Hallows. Ja, also muss ich glaube ich nichts zu sagen. Harry Potter kennt ihr alle. Und ja, dieses Buch, ich weiß nicht, ich finde es toll. Ich finde einfach die englischen Cover irgendwie so schön. Ich weiß auch nicht. Ich wusste nur nicht, dass die keinen Schutzumschlag haben und so sind natürlich jetzt einige Macken auf dem ganzen, also auf dem Cover und auf dem Buchrücken. Und der sieht übrigens so aus, finde ich auch toll. Und was ich glaube ich genau, hier drin sieht man das Wappen von der Schule, von Hogwarts. Also, ich bin froh. Ich wollte unbedingt mal eins auf Englisch haben und jetzt habe ich es. Ich hatte sogar mal überlegt, mir alle auf Englisch zu holen, aber ich dachte dann so viele englische Bücher liest du sowieso nicht. Also wozu das Ganze? Ja, weiter geht's. Womit machen wir weiter? Damit. Ein dickes Buch. Aber das sieht noch sehr gut aus. Das hat keine Leserin. Und zwar... So. Ach Gott, jetzt grinse ich, weil ich musste gerade mal Pause machen. Okay, da muss ich mich jetzt erstmal wieder einkriegen. Wir waren bei Die Bücherdieben. Das nächste Buch. Und ich muss sagen, dafür, dass es halt so dick ist, hat es gar keine Leserillen. Also ich weiß nicht, ob das je gelesen wurde oder ob das nur im Regal stand. Weil es ist ein bisschen vergilbt so. Hat ein paar Kratzer, aber wie gesagt, es hat keine Leserillen. Oder da war jemand sehr vorsichtig, obwohl doch eine kleine. Sieht so an, als hätte mal jemand angefangen. Moment, ist da ein Lesezeichen drin? Nee. Aber es sieht fast aus, als hätte mal jemand angefangen und nicht zu Ende gelesen. Gott, oh Gott, das sind ja gute Voraussetzungen für mich, wenn ich das Buch lesen will. Ich war nämlich lange skeptisch, aber Punkt ist, ich will den Film sehen. Und ich lese halt immer erst das Buch. Für gewöhnlich. Das Einzige, wo es anders lief, war jetzt Vampire Academy. Da habe ich nur den Film gesehen, weil ich nicht wusste, ob die Bücher was für mich sind. Aber egal. Also, das Buch möchte ich erst lesen, bevor ich mir dann die DVD hole, wenn es die dann gibt. Und, das sieht ja interessant aus. Ja, ich bin doch schon sehr gespannt darauf. So. Ich muss sagen, bisher bin ich echt zufrieden mit dem Zustand der Bücher so. Also, hätte ich nicht gedacht. Das ist neu. Das hat noch keiner gelesen. Sieht man sofort. Von Arno Strobel, das Rachespiel. Da geht es ja um einen Mann, der eine Website aufruft und dann sieht er dort ein Video oder ein Foto oder so von einem gefesselten Mann mit in einem Käfig ausgehungert voller Ratten und das ist irgendwie ein Teil eines Spiels, wo er halt mitmachen muss. Weil wenn er die Aufgaben nicht erfüllt, dann
Also er hat die erste Aufgabe nicht erfüllt und daraufhin stirbt der Mann, den er gesehen hat. Und irgendwie geht es dann auch darum, dass seine Frau und seine Tochter irgendwie in Gefahr geraten. Und deswegen wird er wohl mitspielen, denke ich mal. Und ja, auch dieses Buch habe ich schon oft im Laden gesehen. Ich habe aber von Arno Strobel noch nichts gelesen gehabt. Und ich weiß ja, dass es da schon viele Bücher von ihm gibt. Und habe deswegen irgendwie nicht zugeschlagen. Und jetzt hatte ich es günstig gesehen bei Rebuy und dachte mir, das nutze ich jetzt mal. So, und ich bin da sehr gespannt drauf. Ich glaube, es wird auch nicht lange auf meinem Sub liegen. Und wie gesagt, es ist neu. Also es hat keine Leserillen und es ist total weiß und das ist ungelesen. Auf jeden Fall. So, das nächste. Na, das sieht auch noch recht gut aus. Und zwar von Meg Rosshoff oder wie auch immer man den Namen ausspricht. So lebe ich jetzt. Das ist ein Buch, was in der Zukunft spielt. Und Daisy ist die Protagonistin, die Verwandte in England besucht. Und ja, es scheint ein wirklich toller Sommer zu werden, aber plötzlich geht da einiges schief. Ich glaube, es gibt Krieg oder irgendwie sowas. Ich kenne dieses Buch nur durch den Kinotrailer. Auch dazu gibt es einen Film oder gab es, kommt ein Film oder irgendwie so mit der Hauptdarstellerin von Seelen, die diesen unaussprechlichen Namen hat. Und eigentlich darauf bin ich, also dadurch bin ich nur darauf aufmerksam geworden und dachte, okay, wenn ich den, also den Film will ich halt auch mal gucken und da muss ich vorher auch das Buch dann wohl lesen. Und das ist auch ein recht dünnes Buch, es hat nur 200 Seiten und lässt sich demnach auch mal so gut nebenbei lesen. Und ja, ich bin irgendwie immer noch ein bisschen aus dem Konzept. Auch das sieht sehr gut aus, keine Leserille und die Seiten schön weiß. Es hat hinten so ein paar Macken, als hätte es lange irgendwo gelegen oder so. Aber sonst sieht das gut aus. So, zwei habe ich noch. Aus dem gleichen Genre, beides so Thriller, denke ich mal. Das erste ist Die Blutlinie von Cody McFadden. Fadien oder so. Da geht's ja um einen Serienmörder und um eine FBI-Agentin, die ihm sozusagen, die ihn verfolgt, sucht, wie auch immer. Ich bin auf dieses Buch aufmerksam geworden, beziehungsweise auf die Reihe. Es gibt ja ganz viele Bücher von dieser Autorin. Ist doch eine Frau, oder? Gott, ich bin halt so neben der Spur, es geht gar nicht. Nein, ist auch ein Typ. Cody, stimmt. Wie kam ich auf eine Frau? Ich weiß es nicht. Verzeiht mir. Ich bin irgendwie heute voll durch den Wind. Ich hätte noch warten sollen. Ja, aufmerksam geworden bin ich darauf durch irgendwelche Bücherregalvideos. Ich weiß echt nicht mehr genau, bei wem. Jetzt ist die Kamera so komisch verrutscht. Bei wem es war. Es waren, glaube ich, auch mehrere. Und in diesen Bücherregalvideos haben diejenigen auch total davon geschwärmt. Und deswegen dachte ich, okay, das musst du dir mal genau angucken. Es ist dann irgendwie immer weit aus meinem Horizont gerückt. Und ja, jetzt habe ich es durch Zufall mehr wieder gesehen gehabt und dachte, ach, bestellst du mal mit? Vielleicht ist das ja was für dich. Weil es da, wie gesagt, auch eine ganze Reihe von gibt. Also rund um diese Smokey Barrett, die FBI-Agentin. Und wenn das Buch gut ist, habe ich damit wieder eine ganze Reihe von Thrillern, die ich halt lesen könnte. Wobei ich gar nicht weiß, ob man die in der Reihenfolge lesen muss, wie sie erschienen sind. Also das ist so der erste Fall. Aber es kann ja auch sein, dass man diese Bücher so kreuz und quer lesen kann, das weiß ich nicht. Auch dieses Buch sehr gut erhalten, keine Leserillen und schöne Seiten und keine Knicke und perfekt. Ja, und jetzt zum letzten Buch. Auch ein Thriller von Simon Beckett, Die Chemie des Todes. Das ist auch ein Autor, um den ich so lange schon so ein bisschen herumgeschlichen bin, wo ich mir immer wieder dachte, okay, das kannst du dir mal angucken. Da geht es um einen forensischen Anthropologen, der, ja, keine Ahnung, dann irgendwas mit dem Tod zu tun hat. Ich werde aus dem Klappentext nicht schlau. Die sollen auf jeden Fall von ihm, die Bücher sollen auch sehr gut sein und spannend. Und ich dachte auch, das gucke ich mir mal genauer an. Dieses Buch ist ein bisschen, ja, schmuddelig, so das Weiß ist jetzt nicht mehr so strahlend, aber es gibt keine Leserillen und nur so ein paar Kratzer und eine umgeknickte Ecke. Aber sonst sieht dieses Buch gut aus. So. Das waren sie alle, die Bücher meiner ersten Rebuy-Bestellung. 8 Stück, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich hatte ja lange gezögert, habe ich ja von erzählt. Und ich bin sehr zufrieden mit der Qualität, vor allem da einige Bücher nur 99 Cent gekostet haben. Das gab gar nicht.
ob hier noch drauf steht, welche das waren, aber hier steht der Preis nicht mit drauf. Aber ich glaube, es waren auf jeden Fall mehrere und deswegen die Qualität ist dafür echt super und ich bin sehr zufrieden und ich denke, was ist das? Ich denke, dass ich in Zukunft auch öfter da bestellen werde. Was, wenn man sich so überlegt, ach, Bücher vermutlich nicht so gut für mein Sub ist, sein wird, wie auch immer. Aber was? Irgendwelche Werbung. Wieso ist die in einem Briefumschlag? Vor allem, wenn ich bedenke, dass ich ja bei Avel auch bestellt habe und da sind auch nochmal 8 Bücher drin und ja, mein Sub wächst und ich muss jetzt erstmal gucken. Ich habe zwar ein neues Regal, aber ich weiß gerade trotzdem noch nicht genau, wo ich die Bücher unterbringe. Ja, ich sage jetzt erstmal Tschüss an dieser Stelle, auch wenn ich nicht weiß, ob ich das Avel-Unpacking noch hinterpacke. Seht ihr dann. Aber naja, das war's erstmal. Tschüss. So, jetzt gibt es den zweiten Teil von meinem Unpacking. Und zwar ist heute, einen Tag später, mein zweites Paket angekommen. Diesmal von Avel. Habe ich auch noch nie bestellt gehabt vorher. Ist auch das erste Mal. Ich bin sehr gespannt. Und es sind, glaube ich, 8 Bücher drin. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich das hier abkriege. Hier diese Rechnung klebt hier oben drauf. Und ja, wenn das genauso gut läuft wie bei Rebuy, dann werde ich da wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Mal bestellen. So. Wo fange ich denn mal an? Wer hat denn das so gut zugeklebt? Keine Ahnung, wie ich das aufkriegen soll. Nein, das geht nicht. Ich bin da ja etwas ungeschickt, sage ich jetzt mal. So, Pakete öffnen. Ich habe es auch schon mal gehabt, dass ich ein Paket aufgemacht habe mit der Schere und habe in das Buch so einen Riss reingemacht mit der Schere. Das sieht gut aus. Ja, das ist sogar noch eingeschweißt. Das ist mein ganzes Müll entfernt. Ja, wo fange ich an? Fangen wir mal mit dem Alleinstehenden an. Ey, das ist noch eingeschweißt. Ich glaube, das war ein Restexemplar. Und zwar Neva von Sarah Grant. Das wollte ich auch schon eine ganze Weile haben, aus dem Pan Verlag. Vielleicht ist es deshalb ein Restexemplar gewesen. Das kann natürlich sein. Da geht es, glaube ich, auch wieder um die Zukunft und um Neva, die unter einer Energiekuppel lebt und in ihrer Umgebung verschwinden immer mehr Menschen und sie beschließt halt, dass sie Antworten haben will und nicht mehr in den Gesetzen die Gesetze befolgen will, einfach nur so, ohne zu wissen warum. Und gerät dabei in Gefahr und trifft da wohl auch jemanden, in den sie sich verliebt. Packe ich das jetzt schon aus? Nein, ich glaube nicht. Also es ist halt echt noch eingeschweißt und von daher kein gebrauchtes oder kein Mängelexemplar, sondern halt ein einfaches Restexemplar. So. Dann gibt es bei Avel, das wusste ich vorher auch nicht, das habe ich auch nur durch Zufall entdeckt, so ja, Aktionen kann man es wohl nennen, Aktionspakete, wo man halt mehrere Bücher zu einem Thema bekommt. Und da habe ich 2 Stück nämlich, also mit jeweils 3 Büchern habe ich mir da ausgesucht. Ich muss gerade überlegen, welches der erste Teil ist hier. Das ist Teil 1. Ich glaube, das ist Teil 2. Okay. Und zwar habe ich mir eine Trilogie zugelegt, die auch noch absolut top aussieht. Ich glaube, das waren auch Restexemplare. Und zwar Dark Academy von Gabriella Poole. Da geht's auch um so eine Schule, wo die Leute, die da zur Schule gehen, die sind, glaube ich, die sind Vampire oder irgendwas war da. Nee, nicht Vampire. Bin auch schlau, lese mir den Klappentext vom zweiten Teil durch. Auf jeden Fall sind die, ist da halt auch irgendwas faul an dieser Schule. Also da gibt es Todesfälle und alle Schüler sind reich und total gut aussehend und die Schule, das ist halt so eine Schule, die halt immer so
umherzieht, nicht immer an einem Ort bleibt und die Protagonistin bekommt halt ein Stipendium dafür und geht dann auf diese Schule und da passieren dann wohl ein paar merkwürdige Dinge. Ja, ich habe mir halt Teil 1 geholt. Was habe ich gesagt? Geheim. Was? Geheimer Pakt. Dann Verborgene Macht und der dritte Teil Dunkle Seelen. Die gesamte Trilogie. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das gekostet hat. Es war nicht teuer, deswegen habe ich zugeschlagen. 12,99. Also ich finde für eine Trilogie, ne? Und vor allem die Bücher sehen aus wie neu. Also da sind höchstens halt die Seiten, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, so ein bisschen vergilbt, aber sonst sehen die absolut top aus. Keine kaputten Stellen, keine, was weiß ich, wie man bei Mangel Exemplaren immer hat, keine Striche. Also, top, top. Da bin ich auf jeden Fall auch schon mal zufrieden mit. So. Mensch, jetzt kommen wir schnell voran, weil die zusammengehören. Dann habe ich mir, nehmen wir erstmal das, ein Buch ausgesucht. Und zwar ist es so, wenn man einen bestimmten Bestellwert erreicht, kann man sich halt aus einer kleinen Auswahl ein Buch umsonst aussuchen. Und da habe ich mich für Teufelsherz entschieden von Sabrina Kuh. Nasch oder so ähnlich. Das ist ein Mängelexemplar, also da ist hier auch halt der Stempel, aber sonst sieht das gut aus. Jetzt muss ich den Aufkleber abmachen, damit ich euch erzählen kann, worum es geht, weil ich das Buch vorher noch nie gesehen hatte. Genau, Emily hat einen Schutzengel und dieser bricht dann halt die Regeln, um sie zu schützen und fühlt sich zu ihr hingezogen und dringt in ihre Träume ein und der scheint aber nicht so der zu sein, für den Emily ihn hält und sie findet das dann wohl heraus. Ja, ich fand das klang interessant und dachte mir, für umsonst, ich stecke es einfach mal mit dazu. Also ich durfte mir halt jetzt aussuchen, das war das, was mich am meisten interessiert hat. Hat ja nicht so viele Seiten. Ja, weiß nicht, hat das wer von euch schon gelesen und kann mir was darüber erzählen? Das würde mich freuen, weil ich mir halt, also ich weiß so den Klappentext, aber irgendwie so. Also ich habe davon noch nie gehört oder von der Autorin auch nicht, deswegen. Ja, und dann habe ich noch ein weiteres Aktionspaket bestellt. Dieses besteht aus Mängelexemplaren, aber wie ich das so auf den ersten Blick feststelle, sehen die auch noch recht gut aus. Mal gucken, ich muss mal hier. Die sind so zusammengekleistert, also mit Folie. Deswegen. Es war ein Dystopien-Paket aus Mängelexemplaren, also was aus Mängelexemplaren besteht. Die sehen aber alle noch sehr gut aus. Und das erste Buch ist von Rachel Cohn. Ich glaube, den Namen habe ich auch schon mal gehört. Beta. Da geht es um eine Zukunft, in der ja, es Klone gibt. Also von, ich glaube, von jedem Mensch halt ein Doppelgänger. Und diese haben keine Bedürfnisse, keine Gefühle und dienen halt so als Diener. Und eine davon ist, ja, Elysia und sie hat Gefühle und sie will halt alles erleben, so als normaler Mensch und versucht zu fliehen. Ja, das Buch hatte ich auch schon ein paar Mal irgendwie im Laden gesehen, in irgendwelchen Videos. Hat es mir aber irgendwie mitgenommen und jetzt dachte ich mir, halt weil das Paket, also es waren halt drei Bücher, wo ich dachte, ach, die lese ich vielleicht doch mal und möchte ich doch haben. Ja, das ist das erste. Das zweite ist Die Jäger der Nacht von Andrew Fukuda. Da geht es um irgendwelche Wesen, die halt ja anscheinend auch keine Gefühle haben und Menschen töten. Und dann gibt es da halt einen, der ein Mensch ist und unerkannt in ihrer Mitte lebt. Und der halt verliebt ist in eine von den anderen, denke ich mal. Und das halt geheim halten muss. Und mit ihr zusammen wird er dann auserwählt, die letzten Menschen zu töten. Und ja, man kann sich vorstellen, dass das vermutlich sehr kompliziert werden dürfte. Ich muss mir gerade mal. Ich gucke mal halt unter den Umschlag, wie die Bücher da aussehen. Das ist ein bisschen, na doch, 400 Seiten in etwa, also nicht, auch nicht allzu dick. Und das sieht auch noch sehr gut aus. Also ist halt auch nur dieser Mängelexemplarstempel. Und sonst ist das top, gerade wo das so ein schwarz glänzender Umschlag ist. Die wirken voll schnell so, ja, abgegriffen, gammig, also, ja, gammig nicht, also abgegriffen, ne? Und
so weiße Spuren da drauf und das ist hier Gott sei Dank fast gar nicht. Und ja. So, das letzte Buch, das fühlt sich voll toll an, das Cover, ist halt auch eine Dystopie logischerweise und zwar Ashes Ashes von Joe Tregiari oder so. Wo es halt auch eine zerstörte Welt gibt und eine der Überlebenden ist Lucy. Ja, ich muss mir das nochmal durchlesen. Ja, okay. Sie trifft auf jemanden und sie schließt sich halt einer Gruppe an, die aber ebenfalls bedroht wird. Also weil die Welt, in der sie halt lebt, also gibt es halt, kann man sich ja vorstellen, Räuber und Plünderer und Ruinen und ist alles sehr gefährlich und sie ahnt dann langsam, was Ziel der nächtlichen Überfälle auf die Gruppe ist und findet heraus, dass irgendwas an ihr wohl anders ist als bei den anderen Menschen, was auch immer das ist. Auch dieses Buch habe ich schon öfters mal gesehen, auch in Videos und hatte mich auch interessiert. Ja, und deswegen, ja, das waren halt, also ich hatte halt von dem Paket alle drei Bücher schon mal irgendwie gesehen und in der Hand gehabt und dann waren die dazu. Also zusammen erhältlich und dann dachte ich mir, da schlägst du doch mal zu. Ja, das war's. Das war meine Bestellung. Und ich muss sagen, ich bin sogar zufriedener als mit Rebuy. Also auch Top-Qualität. Bei den Mängelexemplaren ist halt nichts kaputt, außer dass da halt dieser Mängelexemplar-Stempel drauf ist. Und ja, nee, war halt eine Restauflage noch eingeschweißt und ich weiß gar nicht, wie viel hat das gekostet. Das war auch nicht so teuer. Ja, doch, 8 €. Aber ich finde, das geht. Was kostet es im Original? 15 €, glaube ich. Also, schön. Ich bin zufrieden und das ist der Stapel. Und ich werde ganz sicher demnächst mal wieder bei Rebuy und Avel bestellen. Und dann gibt es auch wieder ein Unpacking von mir. Das war jetzt das erste. Und ihr dürft mir gerne mal mitteilen, welche Bücher ihr so gelesen habt davon. Ob ihr eine Rezension haben wollt und also welche Erfahrungen ihr so mit WeBuy und Avell und was gibt's noch, Medimobs gemacht habt. Und ja, das war's dann von mir. Tschüss!